und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Ja, wie man am Titel schon erkennen konnte, geht es heute um meine Goodie Bag, die ich in der Red Pony WG im Zuge der Faszination Pferd in Nürnberg dieses Jahr erhalten habe. Wobei eigentlich Goodie Bag ein bisschen untertrieben ist. Denn alle Produkte, die wir bekommen haben, waren in dieser Kiste und in diesem Eimer hier oben drin. Ihr seht also, es ist keine wirkliche kleine Tasche, sondern eher eine Riesenkiste mit riesengroßen Eimer. Und ich habe jetzt alles hier vor mir einmal ausgebreitet und werde mit euch jetzt Stück für Stück einmal durchgehen, was wir denn für Produkte alles überhaupt erhalten haben. Vielleicht als erstes, natürlich gab es für jeden von uns auch ein Red Pony T-Shirt von dem Red Pony Club, der gegründet worden ist von Sasa und Schokomühle. Alle weiteren Infos zum Red Pony Club verlinke ich euch hier unten in der Infobox. Da könnt ihr dann also nochmal genau nachschauen, was das alles ist, was der Red Pony Club macht und warum wir da waren. Und ihr seht, ich habe mir aus Nürnberg natürlich auch ein neues Pferd mitgebracht. Einen aufblasbaren Jim. Der war eigentlich mit Helium gefüllt, deswegen normalerweise haben die in der WG oben an der Decke, ja, sind sie rumgeschwebt, die ganzen Pferde. Der hat jetzt kein Helium mehr drin, nicht weil wir das alle eingeatmet haben, um lustige Stimmen zu haben. Nein, es ist einfach mit der Zeit rausgegangen. Deswegen habe ich den jetzt einfach nochmal nachträglich aufgepustet und jetzt habe ich hier meinen aufblasbaren Jim sozusagen. Aber ich glaube, ich werde jetzt gar nicht einfach weiter lange drum herum erzählen, um was es in diesem Video geht. Das könnt ihr euch ja alle denken. Ich werde euch einfach jetzt diese ganzen Produkte, die hier vor mir ausgebreitet liegen, einmal kurz zeigen, damit ihr eine Vorstellung bekommt, was wir denn alles so in unserer Goodie-Kiste haben. Es waren dieses Jahr, ich müsste einmal kurz zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Sponsoren an der Red Pony WG beteiligt, wenn ich jetzt keinen vergessen habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doch, 8. Ich habe keinen vergessen. Komplett unterschiedliche Sachen fürs Pferd, Sachen für den Reiter. Und ja, ich glaube, es ist ein guter, bunter Mix dabei entstanden. Und ich fange jetzt einfach mal direkt mit dem ersten Produkt an. Und zwar sind das Socken von CEP. Das sind diese Kompressionssocken. Da habe ich schon ein paar von in Pink. Ich habe noch gar nicht geguckt, welche Farbe ich dieses Mal habe. Yay. Dieses Mal sind die grau-schwarz. Ich gehe mal näher ran. Finde ich echt cool, weil grau ist ja sowieso total meine Farbe. Ich bin mit denen bisher noch gar nicht so oft geritten, weil irgendwie noch nicht so wirklich die Saison für mega viel Kniestrümpfe war. Aber ich sehe jetzt gerade, die sind hier unten mit Merino-Wolle. Die sind hier unten also ein bisschen dicker als die, die ich schon habe. Das ist natürlich super für den Winter. Dann bekommt man nämlich nicht so schnell kalte Füße. Weiter geht es direkt mit der nächsten Firma. Und zwar ist es eine Firma, die ich vorher noch gar nicht kannte, die ich jetzt erst durch die Red Pony WG kennengelernt habe. Und zwar ist das die Firma Amalon. Die haben uns jeweils eine Bürste und einen Striegel mitgebracht. Finde ich richtig cool von den Farben her. Es ist so ein bisschen schön, ja, Naturfarben belassen in Braun. Und das Besondere an diesen Bürsten, das zeige ich euch jetzt einmal, man kann die in alle möglichen Richtungen richtig cool biegen. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gehört, dass die Pferde das wohl total toll finden. Den hier natürlich auch. Ich bin echt gespannt, wie der Jim das annimmt. Ich habe sie noch nicht probiert, wie ihr seht. Die sind noch komplett neu, also noch gar nicht benutzt, weil ich mir gedacht habe, ich möchte euch jetzt keine dreckigen Bürsten zeigen. Da bin ich also echt mal mega drauf gespannt. Und man kann, was ich auch sehr schön finde, ist, das auf jede Handgröße anpassen. Weil das ist hier so mit Klettverschluss, das finde ich auch echt super. Weil ich habe auch öfter mal das Problem, dass ich mit meiner Hand nicht mehr hier oben durch die Schlaufe durchkomme. Da, ja, wenn ihr da schon Erfahrungen mit habt mit den Bürsten von Amalon, könnt ihr mir hier mal Bescheid sagen. Ich bin, wie gesagt, echt, ja, ich lasse mich mal überraschen, was der Jim dazu sagt, dass die Bürste sich so mega verbiegen lässt. Weiter geht's auch direkt mit einer Firma, die ich auch vor der Red Pony WG noch gar nicht kannte. Das ist die Firma Steckenpferd. Die Firma Steckenpferd stellt solche Backmischungen her. Und zwar sind da Pferdeleckerlis drin. Ich habe jetzt hier die Sorte Kleieknabberei. Die kann man eigentlich
nicht nur eigentlich, die kann man selber zu Hause anrühren, packt die in den Ofen, lässt die noch ein bisschen durchtrocknen, wenn sie dann draußen sind wieder. Und dann hat man selbstgemachte Leckerlis fürs Pferd. Sozusagen eine sehr gesunde Pferde-Cookie-Alternative. Ja, wo mache ich jetzt hiermit weiter? Es liegen hier einfach so viele Sachen, dass ich gar nicht genau weiß, was ich als nächstes greifen soll. Aber ich glaube, als nächstes weitermachen wir mit Uwex. Von Uwex gab es dieses Jahr 2 Paar Handschuhe. Ich packe die hier gerade mal aus. Und zwar einmal die Winterhandschuhe in Schwarz. Da bin ich mega gespannt. Ich hatte noch nie Winterreithandschuhe. Also ich bin da noch nie... Oh, sind die weich. Oh, die sind richtig weich. Ich bin noch nie mit Winterreithandschuhen geritten, weil ich immer dachte, die sind doch eigentlich viel zu fest und zu, ja, zu dick, um damit zu reiten. Und ich muss jetzt echt sagen, ich habe ein Top-Gefühl damit in der Hand. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, als hätte ich einen dicken Winterhandschuh an. Natürlich ist es ein bisschen dicker als solche normalen Reithandschuhe. Aber sie liegen sehr, sehr gut in der Hand und ich kann mir vorstellen, dass das keinen großen Unterschied beim Reiten macht. Und ich hoffe natürlich, dass ich diesen Winter dann keine frostigen Finger mehr beim Reiten bekomme. Neben den Winterreithandschuhen waren da natürlich auch wieder meine geliebten Sporty Style Glamour Uwex Reithandschuhe drin. Die haben ein bisschen Glitzy vorne dran und ich mag sie unheimlich gerne. Ich reite eigentlich nur noch mit denen, was heißt nur noch? Naja, nicht ganz nur noch. Ich habe auch noch ein paar andere Uwex-Handschuhe. Die benutze ich natürlich auch noch. Aber ich liebe die einfach. Die sind von der Qualität her echt top und ich bin super zufrieden mit denen. Meine aktuellen sind auch noch in Benutzung und hier oben auch noch an den Fingerkuppen total in Ordnung. Deswegen wandern die erstmal sozusagen als Reserve in den Schrank. Aber ich habe ja noch die Winterreithandschuhe. Ich bin also wieder bestens gerüstet. Ein weiterer Sponsor der Red Pony WG war die Firma Rider Steel. Von denen gab es unter anderem diese coole Kaffee- oder Teetasse. Die steht jetzt auch bei mir im Schrank, hat eine gute Größe. Ich mag das nämlich nicht, wenn Tassen so mega klein sind und da passt aber richtig viel rein. Deswegen, mit der trinke ich momentan morgens sehr oft meinen Kaffee. Neben dieser Teetasse gab es natürlich noch ein paar andere tolle Sachen. Und auch eine Packung Leckerlis, Himbeer-Leckerlis gab es von Rider Steel. Himbeer weiß ich jetzt nicht so ganz, ob das so Jims Favorite ist, aber wir werden es auf jeden Fall probieren. Ist süß. Schmeckt ihm bestimmt. Und dann gab es von Rider Steel noch diese Dressurgamaschen in der Farbe, ich würde es jetzt mal so ein Mix aus Peach und Lachs nennen. Ich weiß gar nicht, ob hier die Farbe draufsteht. Lachs. Doch, die Farbe heißt Lachs. Ich muss ja ehrlich sagen, am ersten Moment habe ich gedacht, was ist das für eine Farbe? Was soll ich dazu kombinieren? Ist überhaupt nicht mein Farbton. Und irgendwie, finde ich, wirkt es auf der Kamera gerade auch ziemlich so tomatisch. Aber sie passen sehr gut zur Eskadron bei Klavunde Peach Schabracke. Dazu werde ich sie auch auf jeden Fall die Tage nochmal kombinieren. Und ich glaube, sie passen auch ganz gut zu meinem Magic Tag Inlay. Da ist nämlich ein Stein drin, der könnte da auch ganz gut zu passen. Aber ich lasse mich mal überraschen, ich hatte solche Dressurgamaschen noch nie. Deswegen bin ich echt mal gespannt, wie die so am Pferdebein liegen. Und ich hoffe, sie passen dem Gym. Dann steht hier oben ja auch noch dieser schöne große Eimer. Der war voll mit Futterproben von Derby. Derby Pferdefutter, nicht Derby. Und da zeige ich euch jetzt einmal die Proben, die drinnen waren. Einmal waren 2 Tüten Apfelmesh drin. Da werden der Jim und der Firsty sich definitiv sehr drüber freuen, weil die beiden teilen ja immer ihre Mesh-Portionen. Ich glaube, die bringe ich ihnen auch einfach morgen direkt schon mit. Dann ist hier eine Probe drin, Derby Vital. Das kriegt der Jim sowieso bei mir momentan immer. Da habe ich auch noch eine Futterprobe getauscht. Einen habe ich ihm nämlich auch schon davon gegeben. Und zwar war da eigentlich noch das Derby Dressage-Futter mit drin. Ich habe aber meine Futterprobe noch mit jemand anderem getauscht gegen ein Derby Vital. Was ist noch mit drin? Das Derby Faser Plus Melasse- und getreidefreies Strukturfutter mit hoher Nährstoffdichte. Das sieht auch immer so ganz lustig aus, weil es nicht so pelletmäßig ist. Es sind nur ein paar kleine Pellets drin. Aber mal gucken. Ich glaube, der Jim mag das sowieso ganz gerne, wenn das so ein bisschen faseriger ist und nicht nur so Raufuttermäßig, sage ich mal. Dann war noch mit drin ein Beutel Leckerlis
ich glaube, so viele Leckerlis, wie ich mittlerweile schon bekommen habe von den ganzen lieben, tollen Firmen. Wenn der Jim das wüsste, würde er den ganzen Tag unten in meinem Keller hocken und die alle aufessen. Und dann war natürlich auch wieder drin ein Horslicks, und zwar der Respiratory. Der ist dafür da, wenn die Pferde mal ein bisschen Husten haben, ein bisschen leicht erkältet sind. Der unterstützt das dann ein bisschen. Der riecht auch richtig lecker nach Kräutern. Ich habe ja immer den Orangenen, den Mobility. Der unterstützt Jims kaputtes Gelenk. Und zwar unterstützt er ein bisschen die Knorpelsynthese. Was ja natürlich für den Spatt dann ganz gut ist. Ich bin mal gespannt, ob er an dem auch so gerne rumschlägt, aber... Der riecht so gut, da würde ich gerade am liebsten selber drin rumschlecken. Wie ihr seht, hinter mir, es wird irgendwie schon richtig voll. Und ich bin noch nicht fertig. Ich habe noch zwei Sponsoren übrig, von denen ich hier noch Produkte liegen habe. Und deswegen geht es auch direkt weiter mit den Produkten von Benson und Alke, beziehungsweise Parisol. Da war einmal drin das Pferdedeo. Jetzt fragt ihr euch im ersten Moment wahrscheinlich genauso wie ich auch, Pferdedeo? Das ist natürlich kein Deo in dem Sinne, wie ihr jetzt wahrscheinlich denkt, boah, genau dasselbe habe ich auch gedacht. Das ist Fliegenspray. Bin ich mal gespannt. Ich habe leider noch nicht dran riechen können. Von der Farbe her sieht es auf jeden Fall so total karamellig aus und irgendwie dann auch schon ein bisschen lecker. Ich werde das auf jeden Fall nächsten Sommer testen und bin gespannt, wie die Wirkung ist. Dann war da ein Produkt mit drin, was ich einfach so süß finde. Und zwar das Unicorn Edition Star Finish. Da ist nämlich ein Einhorn drauf und das finde ich so süß. Es ist rosa, es sieht so ein bisschen nicht glitzernd, aber schimmernd aus. Und ja, es ist ein Einhorn drauf, also typisches Produkt für mich. Dann waren hier drin die Brilliant Lederpflegetücher. Die sind so einzeln verpackt. Da kann man einfach zwischendurch mal schnell mit einem Tuch über die Trense drüber wischen oder mal schnell über den Sattel drüber wischen und man hat direkt wieder einen schönen glänzenden... Ja, ein schönes glänzendes Finish. Dann ist hier drinnen noch eine kleine Sprühflasche und zwar ist das Anti-Itch. Das ist, wenn Pferde sich aufschuppern, zum Beispiel an Mähne oder Schweif, kann man das drauf sprühen und das hilft dann gegen den Juckreiz. Auch mit in der Tüte drinnen war der Skin Dog. Das ist sozusagen, ja, wie so ein kleines Sprühpflaster, wenn die kleine Macken haben, kleine Dellen sich irgendwo mal angehauen haben, kann man das einfach auf die Wunde drauf sprühen und das desinfiziert und pflegt und schützt. Dann hatten wir in der WG auch noch von Parisol ein Regal stehen, wo wir uns auch das ein oder andere Teil mit rausnehmen durften. Ich habe mir da noch zwei Produkte mit rausgenommen, die ich euch jetzt gerne zeigen möchte. Und zwar einmal das Actis Kühl- und Pflegegel. Was ich da ganz praktisch dran finde, dass es nicht so ein großer, runder Tiegel ist, dass man, wo man immer mit dem Finger rein muss und dann bleiben überall die Haare hängen oder kleine Staubkörnchen und dann sieht das oben am Rand irgendwann nicht mehr so schön sauber aus. Das ist einfach mit so einem, mit einer Pumpflasche, finde ich also ganz cool, weil man kann draufdrücken und das direkt auf den Finger oder die Hand drauf machen und kann es dann einfach wieder zumachen und ab in den Schrank stellen und ja, tolle Idee, finde ich echt super. Und dann habe ich noch mitgenommen das Strahl- und Hufspray. Der Jim hat ja in der herbstlichen Zeit immer so ein bisschen Probleme mit Strahlfäule und um da wieder was im Schrank stehen zu haben, habe ich gedacht, das ist ein Produkt, das kann ich sicherlich immer mal wieder gebrauchen, deswegen teste ich das einfach mal aus. Und schon sind wir beim letzten Sponsor. Das war die Firma Piqueur, die uns aus der neuen Eschaton Phonetics Kollektion das ein oder andere Teil hat zukommen lassen. Unter anderem war da hier drin diese kleine Tasche, da kann man sein Telefon reintun, iPhone, was auch immer. Kann es dann von hier vorne bedienen, was ich total praktisch im Stall finde. Hier ist auch noch ein kleines Löchlein drin, da kann man dann seine Ohrstöpsel durchmachen. Finde ich also echt super, so hat man das iPhone, Handy, das hat ja nicht jeder ein iPhone, so hat man das Handy einfach immer dabei. Man kann sich das einfach umhängen und hat sozusagen ja immer alles an Ort und Stelle. Es wird nicht schmutzig und man kann es trotzdem benutzen. Dann war hier drin diese kleine Tasche sozusagen, ja, ich benutze sowas immer ganz gerne als Helmtasche. Was ich bei der mal ganz praktisch finde, ist, die hat hier noch einen Reißverschluss, wo man nochmal reingreifen kann. Und da ist noch ein extra Fach, was auch echt groß ist, zusätzlich zu dem normalen Fach. Und dann ist hier drin auch nochmal ein kleines Fach, wo man nochmal was reintun kann. Finde ich also ein bisschen durchdacht, weil normalerweise sind diese Helmtaschen ja immer nur, das heißt Helmtaschen, ich nutze die ja immer als Helmtasche, ist immer nur ein großes Fach und dann kann man das einfach oben zuziehen.
Das finde ich also schon ganz praktisch, weil da noch zwei extra Fächerchen mit dabei sind. Dann ist hier noch ein kleiner Schlüsselanhänger drin. Ja, das sieht sehr nach dem alten Eskadron-Logo aus mit Eskadron Classic Sports in dunkelblau. Dann gab es jetzt noch ein paar echt schicke Klamotten. Ich hatte die bis auf einen Teil auch alles schon mal an, deswegen sehen sie nicht mehr so frisch aus der Packung und gebügelt aus. Einmal ist da dieses Longsleeve drin gewesen. Dann dieses Longsleeve, das hatte ich als einziges auch noch gar nicht an. Und dann war hier noch drin ein Sweetjacke mit Pulli in Babyblau. Und mein absoluter Lieblingspulli. Ich bin ja eigentlich überhaupt nicht so ein Sweater-Trager, aber den fand ich einfach so cool. Ist hier vorne mit so einer Glitzer-Applikation. Den mag ich einfach unheimlich gerne. Den habe ich jetzt auch schon so oft im Stall angehabt. Auch hier vorne noch mit einer kleinen Extratasche. Also ich finde den echt toll. Das sind meine ersten Produkte und ersten Klamotten, die ich aus der Eskadron Fanatics Kollektion habe. Und bisher muss ich sagen, die sind echt top. Also sie halten schön warm und sie sind vor allem die Pullis von innen. Das hier, das ist richtig kuschelig weich. Also muss ich wirklich sagen, besonders mein Lieblingspulli. Also den habe ich echt gerne an. Ja, wie ihr seht, es war wirklich eine total bunt, quer, zusammengemixte Auswahl an Produkten. Was für ein Gym, was für mich. Also wirklich tolle Produkte, muss ich wirklich sagen. Und da sind auch Dinge dabei, die ich wirklich brauchen konnte. Gerade jetzt, wenn es wieder so ein bisschen kühler wird, die ganzen Pullis. Apfelmesh natürlich für ein Gym, da würde er sich auch wieder riesig drüber freuen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich natürlich wieder über einen Daumen nach oben freuen. Und dann sage ich jetzt einfach schon wieder... Tschüss, ihr Lieben, danke schön, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Video.